Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forgotten Ones. Wir die Giga Samael und ja, das letzte Mal hoffentlich mit diesem abgefuckten Mikro. Und wir fangen einfach gleich an, so scheiß drauf hier, la, zack. Oh, achso. Da war gerade ein Ladebildschirm. Ich habe auf dem anderen Ohr, also ich hab auf einem Ohr habe ich mir meine Kopfhörer für den Ingame-Sound und auf der anderen Seite habe ich einen Kopfhörer für mein Handy, damit ich das Klingen höre. Natürlich. Und ihr dürft mal in die Kommentare schreiben, wie es eigentlich ausschaut mit dem Zensieren. Also wie gesagt, ich schneide ja eigentlich bei jeder Folge schneide ich ja immer die Dings raus. Die Hakenkreuze. Und von euch möchte ich mal ganz gerne jetzt wissen, wie es ausschaut. Soll ich die weiter rausschneiden? Cool. Soll ich die weiter rausschneiden oder soll ich die drin lassen? Das ist eine Sache, die ich von euch aber nur ganz gerne erfahren würde. Von den 5 Leuten, die hier natürlich zugucken. Irgendwo. Ich habe schwer so ein Stöhnen auf dem Ohr. Das macht mir schwer, so ein leichtes Unwohlsein. Kann man mit dem Dings irgendwas machen? Habe ich... Ich bin sicher. Joa. Keine Ahnung, was jetzt zu machen ist. Wir gehen das mal hier hin. Wir können das nicht mehr gucken. It's looked. Dann gehen wir mal in diesen verdammt gruseligen Gang rein. Hallo? Benutzen? Jetzt. Ganz schön lange. Hier sind überall Dinger, ne? Überall Ladebildschirme. Keine Ahnung, warum. So. Luskna, what a surprise. I honestly thought you wouldn't get this far. What did you do to the... You know damn well what I want. I want my parents back. You took them from me. Hold it right there. I may have taken your parents, but they had no choice. Your father worked for the resistance. Uh-huh. He had to be put to justice. Put to justice by torturing him to death? And what about my mother? You tortured her too? I already warned you, Gabosnia. Take your leave now, or suffer a miserable death. It's your choice. Don't be a fool. Seems like I did. Indeed. And what is it that you want, Gabosnia? Money? Love? Care? Gabosnia, I don't have time to discuss these matters with you. You have entered my home, savaged my guardians. You're not wanted here, and you never will be. I'd suggest you leave right now, or you are still in one piece. Hey! Where do you think you're going? Was hat denn? Also, ich schätze dann mal, das war Herr Schnitzel. Der lacht. Echt geil, leck mich am Arsch. Was ist das? You found a map of the mansion's lower floors map. So. Moment, 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 Moment. Also, hier ist... ja. Hier ist die Eingangshalle, ne? Kommt von hier, sind da lang. Dann da, und jetzt sind wir in der Küche. Hm. Okay, gut. Kann ich mir vielleicht merken. Unser Vater hat für den Widerstand gearbeitet, deswegen musste ich ihn quälen, weil ich der Standard-Nazi-Dutsche bin. Nice. Da ist so viel drin. Genauso funktionieren Uhren. Gucken wir mal um, ob wir vielleicht irgendwo eine Notiz finden oder sowas, weil wir haben eine Kord hier gefunden, ne? Gucken wir mal hier, ne?
scheint nicht so aus, ne? Gut, dann gehen wir mal in die Küche. Küche. Ich mag die Pistole ehrlich gesagt überhaupt nicht. What the hell happened here? Cool. Hey, cool. No cheats. Das sieht echt nicht mehr gesund aus. Okay. This will be the last time I cook dinner for this disgraced man, Dr. Schnitzel. Okay. Kann er... Was macht er? Macht er irgendwas? LOL! LOL! Das ist ein Shit, das ist ein Boss! LOL, ein Bossfight! Shit, yes. Nein, nein. Ist er tot? Boah, ist das geklaut, das ist ein Player-Model aus, Dings, aus einem anderen Spiel. Nightmare House 2. Was? You've obtained an achievement. Good old hacking. Nice one. So, wohin jetzt? Oh, ich rufe jetzt. Hi. Mein Name ist Steve. Warte mal, hä? Ist da ein Loch drunter? Nee, ne? Scheint nicht so auszusehen, ne? So, wollen wir mal weitergehen, ne? Also hier ist auf jeden Fall eine Tür. Durch da und Ladezeit. Mami, wir laden uns tot, wir laden so viel. Nein. Lol. Nee. Wow, die machen so viel Schaden. Machen so unglaublich viel. Ich habe keinen. Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Ich hab so wenig Leben, ne? Lol. How the hell did that happen? Open, you piece of shit. Was? Lol, bin ich jetzt. It's locked. Wow. Was haben wir hier? Alter. Ist hier irgendwo ein... Nein, ne? So, hier mal dazu, ne? Locked, okay. I need the right wing key. I need the right... Hat jemand noch gerade Dings gehört? War das Messer? LOL! Muss ich den rausschneiden? Muss ich diesen sexy Jungen... Ich muss den rausschneiden, oder? Oh nein, ich kann hier rein. Möchte ich hier rein? Nein, möchte ich nicht. Ah, LOL, hier ist ein schlecht gemachtes, großes Ding. Muss ich den... Wahrscheinlich zensieren. Wenn ich es nicht zensiere, oder wenn ich dran denke und das zensiere, hier hängt The Adolf.
Adolf Hitler. Hitler, kann das sein? So, wir haben kein Leben, wir haben kaum noch Munition für die richtige Waffe. Wir haben gar keine Munition für die richtige Waffe. Wir haben noch eine Pistole, die so verkackt langsam schießt, dass es aber, dass das nicht geht. Und you're safe for now. Und Licht. Licht bitte. Wirklich? Okay. Komm ich auf? You picked up. Er hat gerade das Regal sich denn bewegt. Nichts? Kann ich nachladen? Nice one, ich kann nachladen. Es ist verdammt unangenehm hier. Ich habe ein bisschen Schiss in der Box. Keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe ein bisschen Schiss in der Box. Wie viel haben wir denn jetzt gerade? Ich guck mal kurz auf die Uhr. Bei mir steht... Du hast keine Zeit mehr. Du hast nur noch eine Minute Zeit. Also, heißt das für mich eine Minute Zeit? Das ist mir jetzt aufgefallen, seit wann? Okay, du hast nur noch eine Minute. Ich hab noch ein Mädchen Zeit. Dann müssen wir... abmoderieren. Machen wir Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu Let's Play The Forgotten Ones. Wie gesagt, Diskussion unten in der Beschreibung bitte, wie es ausschaut mit Zensieren. Ob ich den Adolf da oben zensieren soll und die ganzen Hakenkreuze auf jeden Fall. Für diese Folge wird noch zensiert. Für die nächste ist dann aber, also nächste Woche Mittwoch ist dann Abstimmungstime. Ne? Also ihr habt insgesamt eine Woche Zeit, um komplett abzustimmen. So, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Samael. Tschüss.